Ich habe im Bereich Thermodynamik zum Thema emissionsarme Verbrennungsprozesse in Gasturbinen promoviert und bringe experimentellen Hintergrund mit. Dabei habe ich auch erste Erfahrungen mit dem Umgang mit Wasserstoff sammeln können. Von meinem Wechsel zum Brennstoffzellenteam habe ich viel Wissen in der klassischen Technologieentwicklung aufbauen können. Die fliegende Brennstoffzelle ist jetzt ein komplett neues Thema bei der MTU und stößt auf viel Begeisterung bei den Beteiligten. Und das motiviert ungemein, auch mal neue Wege zu gehen. Ich bin für die gesamte Wasserstofflinie verantwortlich, also vom Tank bis zur Versorgung der Brennstoffzelle mit Wasserstoff. Das ist nicht nur Neuland für die MTU, sondern für die gesamte Luftfahrt eine große Herausforderung. Hier geht es zum Beispiel um Speicherfunktionalitäten, das Tanksystem, um neue Anforderungen an die Sicherheit und bei der Zulassung oder auch um die Frage, wo und wie das Flugzeug betankt wird. Die Systemintegration der Wasserstofflinie ist also besonders herausfordernd. Ja, es ist ein komplett neues System, das wir zum Fliegen bringen wollen. Und es kann eine emissionsfreie Luftfahrt ermöglichen. Der Erstflug des Prototypen einer umgerüsteten DO 228 wird der erste große Meilenstein für den Wasserstoffantrieb. Das werden wir als MTU nicht alleine umsetzen, sondern in enger Zusammenarbeit mit renommierten und innovativen Partnern. Wir verfolgen einen nachhaltigen Ansatz und wollen ein smartes System entwickeln und nicht nur zeigen, dass es fliegt. Das heißt, unser Ziel ist die kommerzielle Anwendung mit einer hohen Leistungsdichte. Wir setzen auf ein modulares System, das heißt, wir fangen mit einer kleinen Anwendung an und der Antrieb soll aber skalierbar für große Reichweiten und Flugzeuge sein. Die MTU, die geht hier mit einem sehr großen Engineering-Einsatz rein, um zukünftig auch ein marktfähiges Produkt anbieten zu können. Damit senden wir ganz klar ein starkes Signal.